Stopp hier, warte mal. Falsche Intro, ne? Das war nämlich eigentlich gedacht, dass das ein Herr Roter Video wird. Ist es aber im Endeffekt nicht geworden. Deswegen herzlich willkommen auf meinem Hauptkanal. Schön, dass ihr auch hergefunden habt. Wollte hier gar nicht lange aufhalten. Ich wollte nur kurz sagen, Peace Simulator Video bin ich immer noch am Schneiden dran. Ist ziemlich lange ist wie diese so. Kann auch ein bisschen dauern. Aber ich bin dran. Aufwendiger denn je. Aber deswegen jetzt ein bisschen geschnittenes Video. Also sorry für meine Facecam. War nicht intendiert für den Hauptkanal, aber jetzt trotzdem viel Spaß mit. Auch das Wahnsinn-Mod. Ich werde wahnsinnig. Merkt ihr, ne? Hab gerade mal den Wahnsinnsmodus in Outlast angeschmissen. Das ist die ultimative Herzinfarkt-Erfahrung. Und ja, ich bin hier gerade noch in deinem Discord, also falls gleich irgendwie reingrätscht, ist gar kein Problem. HD Rack Audio. Nur die beste Qualität für uns. Miles, du wirst den Abgrund deines Lebens erleben. Weil ich hinter der Tastatur sitze. Was ich auch mal nachgucken wollte, war, ob Mr. Glitchy hier vorne noch funktioniert. Irgendwo hier war das doch. Mal gucken, wie weit wir kommen, damit ich wenigstens irgendwas auf meinem Kanal auch hochladen kann. Leute, wenn ihr diesen Kanal etwas länger schon verfolgt, dann habt ihr bestimmt auch mitgekriegt, dass ich einige Speedruns auch gemacht habe. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Und ich bin auch echt zu faul, aufzuräumen oder irgendeine Scheiße zu machen, damit ich recorden kann. Das mache ich für meinen Hauptkanal, aber hier für diesen Kanal loadet einfach nicht. Der nervigste Teil wird sein, also ich muss halt wirklich Chris Walker ausnahmsweise mal outsneaken, dass das mal vorkommt. Das habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie gemacht. Obwohl, ich glaube, in dem Video Outlast den lustig, da habe ich das gemacht, aber ansonsten eigentlich gar nicht. Guten Morgen, der Metzger ist da und hat euch eine Kuh mitgebracht. Der Güter ist gerade bei dem Heftigkeit. Also, du Endos für Security Control. Und das ist terrible place. Da auf einmal türkische Navi-Stimme. Um 50 Meter, zwäng till vänster. Das war schwedisch, aber ist doch alles dasselbe, Leute. Notizi, Notizi. Oder ist gar nicht. Chrissy, Chrissy. Och, Mann. Da verteilt echt keinen Spaß, Chris. Tachchen, na? Schon einen Monat nicht mehr gesehen, ne? Ist schon lange her. Aber willst du machen? I see. Merciful for God, you sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. In 100 Metern links abbiegen. In 100. Gemütlich hier? Ach, hat noch niemand mehr im Kopf. Das heißt, Chris war hier. Tag hier. Meine Güte, verpiss dich von mir, du blöder Idiot. Ich bin kein Arzt, ich habe hiermit überhaupt nichts am Hut. Ich bin ein bescheuerter Filmmaker, der irgendwie Bock hat, ein paar Leichen zu filmen. Ganz normal in diesem Metier, habe ich gehört. Macht doch mal ein bisschen Spaß. Mal Akten lesen, Junge, das habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich, in diesem Game. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der bevorstehenden vollständigen Griff sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profil. Potenzial, der vom Projekt Worldwider verbleibt, unverändert hoch. Die vier Todesfälle erhalten ausreichend uneindeutige Daten. Und das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Project Worldwider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weitere Verluste. Was die bereits verzeichneten Begriffe so ist, dass... Fick. Ich glaube deswegen nicht da hier, weil er keinen Bock hat, Akten zu lesen. Genau so. Hey. Motto, rein da. Oh, Stromausfall. Ampel 30 Meter breit. Morgen, Chris, na? Bin ich ja norwegisch, oder was? Ja, grüezi, servus und hallo. Ich bin's nur, keine Sorge. Lass deine Pumpen sogar heute in Ruhe. Boah, das ist ausdrucksweise mal Nervenkitzel. Es ist permadeath. Also, so Angst in diesem Game hatte ich lange nicht mehr. Alex, was? Throw a flashbang. Bisschen Qualität hier. Muss doch nur einmal nochmal draufhauen. Ich hab Herzrasen. Dass mir dieses Game nochmal hier solche Vibes gibt, hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Martin! Metre, zatočte. Not yet. Not yet. Was geht
Accept the gospel. Was geht, was geht? Ich nehme gerade ein bisschen für Herr Router auf. Spiel den fucking Wahnsinnsmodus. Es gibt keine Speicherpunkte und es gibt Insta-Death. Dein Zellentrack darf mich keiner erwischen. Frag mich, aber kann ich auch am Fallschaden sterben? Das wäre jetzt eine interessante Sache zu wissen. Ich hoffe nicht vom Vater Martin, dass er mir meinen Camcorder wieder mitgegeben hat. Ey, der Zock wird der Freund werden, das weiß keiner. Das weiß echt keiner. Ja. Oh mein Gott! Wie hast du das jetzt gewusst, dass ich da in dem Schrank bin? Die Unbelievers. Insta-Dev? Also, wir haben nicht Insta-Dev. Das finde ich gut. Ja, hier die Demonetarisationstypen, die ganze Zeit ihren Dödel herumschwingen, finde ich in so einem Game schon ziemlich unakzeptabel. Also, das Game ist überhaupt nicht ab 18 geratet oder so. Überhaupt nicht. Ja, who cares anyway about such stupid, shitty shit. Grüezi, kannst du mir Kopf besorgen? Dankeschön. He vanished. Oh my god. How did he do that? I have no clue, Ewil. Nee, warte mal, das lass mal lieber hier auf diesem Kanal. Wait just a moment. Alter, das geht? Boah. Ach, die Lade aus mir ist kalt. Walla, 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 walla. Ich schaff das, ich schaff das. Geil. Das hat mich gerade Loki leicht erwischt. Yes. Opfer, ey. Ja, der morphogenetische Antrieb muss natürlich auch immer noch die ganze Umgebung mit Strom versorgen. Finden wir hier eigentlich auch irgendwann mal eine Batterie? Was ist eine Batterie? Ich wüsste jetzt zwar nicht, wo die unbedingt in der Kanalisation jetzt so irgendwo Batterien liegen haben, aber Gott sei Dank kenne ich mich hier relativ gut aus. Die Devise lautet immer der Wurscht nach, da geht's meistens raus. Der Wallrider weiß da übrigens hier auch den Weg. Ich habe, glaube ich, irgendwer mal in meinem Twitch-Chat gesagt. Übrigens, by the way, reinfolgen, wenn ihr könnt. Wenn ihr Bock habt, einfach ein bisschen geile Content-Kanonen, könnt ihr gerne reinfolgen. Auch auf meinem Hauptkanal wäre ich euch sehr, sehr verbunden, damit ich endlich mal die 100 Abos erreiche. Chris macht Permadev, ne Instadev. Ach, na wenigstens muss ich das Intro nicht nochmal spielen. Naja, Leute. So, dann an dieser Stelle ist das Video auch schon wieder vorbei. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert auch ganz gerne mit Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Vor allem das Thief Simulator-Video. Macht bitte die 100 Abos voll. Gönnt. Und wenn ich weiter diesen dummen Wahnsinns-Mode spielen soll, weiß ich auch nicht, kommentiert das. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.